Na, dann geht's weiter. Ja, ich weiß, hier habe ich mich tierisch aufgeregt. Ja, ich glaube... Ja? Ja, um die Kommentare habe ich mich größtenteils gekümmert. Ihr müsst eben mehr Kommentare schreiben. Dann kann ich auch auf mehr Kommentare eingehen. Spiele ich den Ball wieder zu euch. Kiste. Es ist schwer, zu einem Spiel zu Szenen zu kommentieren, die schon aufgenommen wurden. Weil ich nicht weiß, was mir da durch den Kopf gegangen ist, als ich das aufgenommen habe. Ich lasse das Kazoo jetzt mal liegen. Im anderen Teil wollte ich es eigentlich ursprünglich gar nicht aufnehmen, beziehungsweise ich wollte es eigentlich wieder rausschneiden. Das habe ich nur so als blöde Leier aufgenommen und vergessen wieder rauszuschneiden. Hauptmann, ist bloß ein Kratzer. Hauptmann, der Feind. Wohin ist er? Sie sind rauf zum Gipfel. Wir halten PC sie auf. Brummt das irgendwie laut vor ist sich ja hin. Geht mir langsam auf die Nerven. Ja. Ah. Du meinst wohl meine. Aber geil. Shan Yu und die Herzlosen haben das getan, nicht wir. Wir kümmern uns um die Bösewichte. Ihr findet die Dorfbewohner, Hauptmann. Ja. Werde ich mich später mal drum kümmern. Gehen wir. Irgendwas klappert bei dem einfach immer, weil allein das äußere Gehäuse hat 3 Ventilatoren. Ne, 4 sogar, 4. Ah, genau, jetzt kommen diese Schnabelviecher. Schnabeltiere. Ups. Alles durchgegangen, als ich auf der Liste habe. Jo. Aber eben, bevor ihr es wieder vergesst, weil es schon so lange her ist, lasst mich wissen, was ihr von der Idee mit dem Livestream haltet. Ich werde mir mal ein paar Infos holen, wie ich das am besten mache. Dann könnte man eigentlich irgendwann nächste Woche damit anfangen. Ich lasse euch dann wieder wissen, auf welcher Seite dieses Streame dann laufen wird. Vielleicht hole ich mir auch einen Twitter-Account, wo ich dann konkrete Ankündigungen machen kann oder Absagen, wenn zum Beispiel ich wieder mal krank werde oder sowas ähnlich, oder wenn was dazwischen kommt. Bei mir kommt öfter was dazwischen. Und eben, was ihr sonst für Ideen habt. Dasselbe wird das 5-Jahre-Special. Mann, schon so lange. Da war ich wirklich mitten in der Kingdom Hearts-Phase. Gut, das ist logisch, weil ich habe ja mit den Videos damit angefangen, deshalb. Und es folgt eine der etwas langweiligeren Szenen.
im Vergleich mit der mit dem echten Film. Was in diesem Film öfter auftreten wird, in diesem Spiel öfter der Fall sein wird. Ich meine, ich überlasse jetzt euch die Entscheidung. Was ist hier eindrücklicher? 1000 Reiter oder diese Schnabeltiere? Ganz allein. Ja, das war... Der Kampf war nervig. Hatte ich hier eigentlich eine Vorgabe, wie viele Herzlose ich in dieser Zeit besiegen muss, oder muss ich einfach nur überleben? Ja, ich habe mich hier ziemlich aufgeregt. Jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, wie ich mich in etwa aufregen werde, wenn ich in Dark Souls runtergemacht werde. Falls das eure Wahl wäre. Oh nein, 20 von den Viechern. Das schaffen wir nie. Moment! Wir nehmen das in die Hand! Entschuldige! Der Feuerstein, der Feuerstein, wo ist der bloß? Hey, nein, nicht da! Wie konntest du nur daneben schießen? Ja, Hauptmann? Vorsicht! Danke. Ja. Oh, kein Ding. Langweilig. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen. Von nun an hast du mein Vertrauen. Danke, Hauptmann. Mal sehen, wie lange dieses Vertrauen anhält. Mann, erst benutzt sie mich als Anzünder, dann als Kanonenkugel. Ich werde Beschwerde beim Ahnenschiff einlegen. Mir reicht's. Ich halte das nicht mehr aus. Los, Mulan, lass das Theater und komm mit nach Hause, Mädchen. Mushu. Was? Mulan? Eine Frau? Das kann nicht sein! Ping! Hauptmann! Prima, Sie sind unverletzt! Ihr alle wusstet es, nicht wahr? Ihr wusstet, dass Ping eine verkleidete Frau ist! Wie kommst du darauf? Ich kann nicht glauben, dass ihr mich getäuscht habt. Auf Hochverrat und Entehrung der Armee steht die Todesstrafe. Geht mir aus den Augen. Sofort. Ihr seid alle entlassen. Aber Hauptmann. Meine Schuld ist beglichen. Welche Schuld?
Ich weiß nicht mehr, was war es denn in dem Film? Der Kaiser wartet. Wir brechen auf. Ich glaube, hier wird auf die Lawine spekuliert, aber es wurde wirklich nicht klar gemacht. Die Stärken von Kingdom Hearts sind definitiv nicht die Interaktion mit den Bewohnern der Welten. Mulan, ich hab's verbockt. Die Liste ja kann ich eigentlich zumachen. Ich danke euch allen. Ich hätte euch nicht mit hineinziehen sollen. Ach, kein Problem. Also, Ping. Ich meine, Mulan. Was hast du denn jetzt vor? Ich gehe heim. Dein Vater wird kochen wie Schafsauersuppe. Locker bleiben. Wir nehmen einen Teil der Schuld auf uns. Danke. Ihr seid wunderbare Freunde. Was ist das? Das ist egal, ich kann es nicht lesen. Wird wohl nicht wichtig gewesen sein. Ah, genau, die Limit Moves. Gibt's jetzt irgendwie, gibt's. Ich glaube, die gibt's nur mit den Weltenbewohnern. Ich weiß nicht, ob es da auch welche mit Donald und Goofy gibt. Oh nein, es sind diese schwachen gelben Viecher. Ich glaube, ich habe die noch nie angreifen sehen. Es gibt aber auch viele davon. Er lebt. Er marschiert auf die kaiserliche Stadt zu. Wir müssen Shang warnen. Er marschiert gar nicht. Er steht da einfach nur und guckt runter. Dann wieder nach unten. Dieser Mikrofon-Mute-Knopf ist doch sehr nützlich. Materialien abgeben. Oder auch nicht. Ach so, jetzt komme ich da. Also. Diese Kapazitätszahlen hier sind ein wenig verwirrend. Insbesondere weil die kleinste Zahl hier wirklich die nicht Hundertstel Sekunden sind, sondern Frames. Wenn das hier irgendwie noch 29 Minuten, 13 Stunden und 259 Tage Aufnahmekapazität. Das wäre doch ein wenig viel. Ich glaube nicht, dass die Festplatte noch so viel Platz hat. Shang! Aber ich werde mir eventuell eine neue Festplatte zulegen müssen, weil dieses ganze Aufnahmematerial ist. Sie sagt die Wahrheit. Einerseits das Video und die Kommentare dazu. Ja. Haben jetzt doch schon auch wieder. Wie viel waren es? Lass mal sehen. 22 GB eingenommen. Und das sind jetzt 11 Teile. Das heißt, ich werde mir vielleicht doch nochmal eine Festplatte zulegen. Nochmal ein Terabyte.
exklusive Let's Plays. Bewacht den Palast! Weil im Moment landet das Ganze in einer eine Partition, die eigentlich für Programme reserviert ist. Das ist ein Befehl! Hauptmann, wir sichern den Hof und ihr rettet den Kaiser. Das ist ein Befehl! Wieso sind diese Soldaten eigentlich plötzlich herzlose? Wurde das mal irgendwann erklärt, oder? Ich glaube nicht, dass Yang Shu, oder wie er heißt, oder Shan Yu, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er Zeit hatte, irgendwelche Spione einzuschleusen. Die Viecher nerven. Ich bin froh, wenn ich den Dings... Ah, genau, hier kann ich endlich mal die Heldenform einsetzen. Ist auch sehr nützlich, wie man sieht. Und wie man auch sieht, hat das auch Einfluss auf die Cutscenes. Also, wann kriegt man eigentlich die anderen Formen? Ich glaube, die Waisenform, die... Verbeug dich vor mir. Keine Ahnung. Meisterform und die letzte weiß ich nicht mehr, wie sie heißt. Das war ja einfach. Dies ist dein Ende. Ein für alle Mal. Okay, jetzt geht mir das Brummen. Das ist wirklich auf dem Geist. So stark hat er schon lange nicht mehr gebrummt. Ich weiß nicht mal, welches dieser Gitter hier groß am Rumbrummen ist. Ja, hier haben wir nochmal einen Limit-Move. So geht das für die Tür auch ab. Ich hätte etwas mehr Sinn gemacht, wenn mehr Gegner herum gewesen wären. Ich hätte mir auch die Heldenform eigentlich für diesen Moment aufsparen sollen. Hätte mir mehr gebracht. Was mir auch aufgefallen ist, ich beachte die Energieleiste von mir eigentlich gar nicht. Ich höre immer nur dann plötzlich drauf, wenn sie plötzlich anfängt zu, wenn sie anfängt Alarm zu schlagen. Ich, oh, ich sollte mich heilen. Ansonsten schenke ich der Leiste eigentlich kaum Beachtung. Liegt vermutlich auch darum, dass Soras Frisur die Hälfte davon blockiert. So, und wir nähern uns am Ende. Zum Glück. Ist er tot? A
Also das war doch mal ein Hammerfinale. Jawohl! Mulan ist die Beste. Mulan ist die Beste. Halt, stopp, ich bin der Beste. Mushu ist der Beste. Ich glaube nicht, dass er im Film so eine Nervensäge war. Ich habe schon viel von dir gehört, Frau Mulan. Es kommt, glaube ich, die Szene, die im Trailer einfach... Du hast die Rüstung deines Vaters gestohlen und bist weggelaufen. Trailer des Films schon den ganzen Film ausgegeben. Gespoilt hat. Du hast deinen Hauptmann hintergangen, die chinesische Armee entehrt und Schande über deine Familie gebracht. Wir haben's ja kapiert. Du bist eine junge Frau, doch was wirklich zählt... Du hast uns alle gerettet. So, heute allgemein so. Heute kann man keinen Trailer mehr ansehen, ohne schon den halben Film gesehen zu haben. Dementsprechend vermeide ich es auch bei Filmen, die ich unbedingt sehen will, jeglichen Trailer zu sehen. Hauptmann Lee. Merida zum Beispiel habe ich keinen einzigen Trailer gesehen. Ich habe ja im Disneyland Paris aus Versehen einen Spoiler geholt. Ich werde nicht sagen, was es war. Nimm dies, damit die Welt weiß, was du getan hast. Für die, gut, ich weiß nicht mehr, ob er noch im Kino ist. Also, gut, ich sage jetzt einfach, die den Film unbedingt sehen wollen, keinen Spoiler holen wollen, hören jetzt mal für 10 Sekunden weg. Mehr es war die Sache mit dem Zauber. Mit dem Zauber. Eine Blume, die in der Dürre erblüht, der alles und die schönste gebracht von allen. Er sagt, ein solches Mädchen findest du nicht in jeder Dynastie. Was der Zauber macht, ich konnte gerade rechtzeitig weghören. Aber ich habe mir noch einen Spoiler geholt. Alles gut. Weil ich hatte nicht gedacht, dass in dem Film dass es dort Magie gibt. Ich wusste nur, dass es irgendwie in den Highlands spielt. Aber Mushu, ich dachte, du wärst der schon war ein Familienwächter. Gut eigentlich. Was? Nein, schon gut. Vergiss es, was rein Technisches. Nur zwischen uns Wächtern. Du hast uns angeschwindelt. Nein. Ich wollte euch nur nicht mit diesem ganzen Wächterkram überfordern. Das Kleingedruckte ist so verwirrend. Davon kriegt man was. Und die nächste Welt wird geöffnet. Ich glaube, auch diese Welt werden wir das nächste Mal besuchen. Die Auswahl ist jetzt zwischen, Beast's Castle und Herkules. Arena des Olymp. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was wir als nächstes besuchen sollen. Herkules oder Beauty and the Beast. Aber das heißt Abschied nehmen. Zum Glück. Wir werden euch vermissen. Ja, ja. Dürfen wir wieder zu Besuch kommen? Müssen wir. Natürlich. Scheiße. Wir erwarten eure Rückkehr mit Freude. Seid nett zueinander. Vorsicht, Soldat. Wiedersehen, Sora. Donald, ja. Goofy. Ja. Und ein neues Schlüsselschwert, beziehungsweise einen neuen Anhänger. Und das beendet den Teil für heute. Ich werde am Montagabend den nächsten Teil aufnehmen und vermutlich auch hochladen. Das heißt, morgen Abend. Also, eben, bis dann, hinterlasst doch mal ein paar Kommentare eben zu den Punkten, die ich gesagt habe, Special, Livestream und was wir als nächstes tun sollen. Und dann sieht man sich morgen. Hoffentlich. Außer es kommt wieder was dazwischen. Na dann, tschüss.